Heute füllen wir einen Wein aus den Aktionswochen vom Lidl auf den Zahn. Bis gleich. Hey liebe Weinfreunde. Ich bin Katja. Ich bin Johannes. Und heute haben wir einen Chardonnay aus dem Lidl für euch. Schon wieder Burgundenland. Aus was? Ach du Himmel. Katja, was steht da? Aus dem Burgenland. Aus dem Burgenland, richtig. Also aus Österreich. Ich liebe österreichische Weine, muss ich dazu sagen. Also bin ich sehr, sehr gespannt, was der so kann. Und das Burgenland ist nicht Burgund. Genau. Ganz elementar. Wir haben hier ein Chardonnay aus der Deluxe-Woche sogar von Lidl. Also, aus der Deluxe-Woche. Genau. Kennt ihr vielleicht? 7,99. Ihr kennt vielleicht bei Lidl die Deluxe-Wochen, die haben ja da immer ganz leckere Sachen zu essen. Also davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Mal schauen, ob mich der Wein auch überzeugt. Also ich muss sagen, Wein aus Österreich ist normalerweise zu 100% mein Ding. So, wir haben, sehe ich gerade, 14% Alkohol. Das ist nicht ganz ohne. Geht schon ab. Und es ist, übrigens, wie ihr hier drauf seht, es ist ein Chardonnay Reserve steht drauf. Reserve steht eigentlich immer dann drauf, wenn so ein Wein schon eine gewisse Alterung ab Weingut bekommen hat, bevor er dann überhaupt gekauft werden konnte. Der Wein, der ist auf jeden Fall trocken, was ja die meisten Weine eigentlich, ich denke mal, dass wir hauptsächlich trockene Weine testen. Ja, genau, also kann man vielleicht an der Stelle mal noch ganz kurz einwerfen, gehört eigentlich rein, aber viele, die irgendwie anfangen mit dem Thema Wein, die sagen dann immer, ja, süß. Ich trinke den süßen Wein. So genauso wie Kinder, wenn die irgendwann im jugendlichen Alter anfangen, Kaffee zu trinken, trinken die normalerweise Kaffee mit viel Milch, Sahne, Zucker rein, am besten 4 Würfel so. Und irgendwann wird man dann älter und dann will man irgendwann nur noch einen Zucker oder vielleicht gar keinen Zucker oder sogar Kaffee schwarz. So ist es auch mit einigen Leuten, die irgendwie anfangen in der Weinwelt und erstmal schmeckt den irgendwie süßer Wein und lieblich und fruchtig und bla bla. Und das Ding ist aber, dass wir da in Deutschland irgendwie so in so einer verwöhnten, sagen wir mal, Position sind, weil nämlich weltweit die allermeisten Gebiete und Regionen überhaupt gar keinen süßen Wein machen. So, das wäre für die total fremd, einen so süßen Wein zu machen, weil tatsächlich von Natur aus wird Wein eigentlich immer trocken. Mhm. Weil der fängt an zu gären und die Hefen, die gären vor allem Zucker weg. Also die Hefen fressen den Zucker auf, hinterher ist alles Alkohol und der Wein wird von Natur aus immer trocken. Das heißt, wenn ich so einen süßen Wein mache, dann habe ich als Winzer immer eingegriffen, damit der süß wird oder habe schon Kunststücke unternommen, damit er süß wird. Mhm. Können wir mal was anderes drauf eingehen, ja. Würde ich aber ein Stück Zucker reinschmissen. Ja, das darf ich normal, bei vielen, den meisten Regionen darf ich das nicht vom Weingesetz her. Gerade die wärmeren Länder, bei denen ist es so, dass die Weine so reif werden, dass Süßweine komplett langweilig werden würden. Weil ich brauche ja immer diese Balance von Geschmack. Wenn ich jetzt ein sehr warmes Land habe, dann habe ich da normalerweise schon eine geringere Säure, weil der Wein einfach so reif geworden ist. Wenn ich daraus noch einen Süßwein mache, dann ist da nur noch Zucker drin, ein bisschen Frucht, aber es ist keine Säure und kein Nichts da. Das ist dann einfach unausgeglichen. Das ist dann wie so, ja. Passt einfach nicht. Chardonnay ist ja irgendwie schon so der Wein unter den Weißweinen, oder? Ja und nein. Also wir haben, ich weiß auch, bei mir früher war das immer so, wenn wir mit meinen Eltern beim Essen waren oder wenn wir in Italien im Urlaub waren, war immer Chardonnay, was anderes ist nie irgendwie auf den Tisch gekommen. Ja, es ist ein sehr dankbarer Wein. Man kann aus dem unglaublich viel machen. Man kann auch sehr leicht, sehr süffige, massentaugliche Weine machen. Wird auch zum Beispiel, ja, Kalifornien, Südafrika zum Beispiel auch haben so diesen Ruf, dass die, da kriegt man super sportbillige Weine, die man trinken kann, die aber oft einfach nicht großartig sind. Das Ding ist, Chardonnay wächst unter jedem Klima. Also es kann ein kühles Klima sein, gemäßigtes Klima, heißes Klima. Chardonnay wächst immer. Es schmeckt dann immer unterschiedlich, aber er wächst immer. Und deswegen ist er so enorm verbreitet. Genau, gibt aber auch, gab auch in den 90er Jahren, gab es mal innerhalb der Weintrinkerszene, gab es eine große Bewegung, die hieß ABC, also Anything But Chardonnay. Also eine richtige Hassbewegung auf Chardonnay, weil nämlich einige Winzer in Amerika, Kalifornien vor allem, dieses Chardonnay-Thema und dieses, dass man den auch so vanillig und eichig machen kann, so übertrieben haben, dass die Weine irgendwie mehr nach Cocktail als nach Wein geschmeckt haben. Und deswegen gibt es bei Chardonnay gibt's einige Hater. Also ich mag's, Chardonnay. Auf jeden Fall extrem wuchtig. Dieser Wein, also wirklich, der hat einiges zu bieten, aber der ist nicht fein. Nee. Man kann jetzt hier schlecht das Feintuning-Aroma ausriechen, sondern halt irgendwie eher. Er ist schon eine Keule. Ja. Er ist schon viel Keule. Los in dem Glas. Ganz kurz noch übrigens zu dem Reserve-Thema. Aus Spanien heißt der Reserve, hier heißt der Reserve. Wie schon gesagt, Reserve steht immer dann drauf,
wenn die Weine bereits ab Weingut gealtert sind. Also ich kann ja auch so jetzt einen Wein von 2018 kaufen oder auch von 2015 oder so, wenn ich den finde. Aber normalerweise ist es dann halt ein Wein, der irgendwie ein Jahr später gefüllt worden ist. Und wenn Reserve draufsteht, den zum Beispiel haben wir jetzt vor einer Woche oder so, also im Januar 2022 haben wir den gekauft. Vor einer Woche? Und ja, einen Monat. Ja, wir haben März. Ja, wir haben den im Januar 2022 gekauft und es ist ein Jahrgang 18. Also der war jetzt nicht schon seit 19 gefüllt, sondern der war einige Zeit entweder im Weingut im Fass oder in der Flasche. Also Schatz, der riecht auf jeden Fall ein bisschen nach so Obstler. Ach, Obstler? Also auf jeden Fall habe ich da deine Banane wieder. Nee. Vollreife Banane. Ich habe da gar keine Banane. Vollreife Banane und Buttercreme. Farbe ist aber echt tief. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dem Wein, ehrlich gesagt. Ich finde es auch voll die tiefe Farbe, aber ja. Ich finde, der schmeckt auch ein bisschen modrig. Modrig? Doch, ich finde, der riecht modrig. Das pannonische Klima rundet die facettenreichen Aromen unserer Weine zu einem harmonischen Kunstwerk ab. Leute, wisst ihr, was ein pannonisches Klima ist? Irgendwie schmeckt der Wein so ein bisschen wie das Pardon zu Fischstäbchen. Fisch zu Fischstäbchen. Was heißt das? Na, so quasi allen Müll reingeworfen. Weißt du, bei Fischstäbchen ist ja quasi so die Fischreste aus allem drin. Ja. So ist das, kommt mir der Wein ein bisschen vor. Aber so ein bisschen alle Reste zusammengekratzt und dann irgendwie daraus so ein bisschen versucht, was zu kreieren. Findest du nicht? Also ich finde diese cremigen Reifenoten ein bisschen überzogen. Ja. Die sind... Das schmeckt schon überreif. Ja. Das ist ungefähr das, also das noch auf die Spitze getrieben, ist das, warum diese ABC-Bewegung entstanden ist, warum Chardonnay so gehatet worden ist zeitweise. Also ich finde, der hat ein bisschen zu viel Reife. Das ist sowas irgendwie... Der schmeckt schon zu, der ist zu drüber. Ja. Ja. Der schmeckt ein bisschen tatsächlich wie ein Wein, der mal gut war, aber jetzt einfach schon 20 Jahre im Keller lag. Ja, genau. Schön, ja, so ein bisschen modrig, so ein bisschen irgendwie nach so Reste. Also so die ganze Fruchtfrische ist irgendwie einfach die schon... Ja. Die ist passé. Das hätte man so den letzten Bodensatz genommen und noch zusammengemischt. Also ja, vielleicht kommt da die Reserve her. Der hat guten Wein gemacht. Das ist der die Reservetrauben. das, was übrig war im Tank, das hat er dann abgefüllt. Ja, genau. Ja. Also eigentlich mag ich österreichischen Wein, aber der... Und ich liebe Lidl, aber da muss ich echt sagen, naja. Eigentlich war es genau dein Wein. Wir haben zwei ganz große Lieben zusammen. Lidl, Liebe und Österreich. Ja, eigentlich wäre es genau mein Ding, aber... Taugt mir nicht. Ganz rund. Nee. Aber finde ich interessant, dass es dir auch schon so geht, dass du den genauso als drüber wahrnimmst wie ich. Also, ich finde hätte jetzt gedacht, dass man als Einsteiger eher den geil findet. Ich finde auch, dass die Aromen nicht so klar sind da drin wieder. Du hast da so ein bisschen so ein Mix aus allem Möglichen, aber so jetzt wirklich, dass man sagt, okay, ich rieche jetzt das. Normalerweise Chardonnay ist ja eigentlich immer relativ viel Vanille oftmals drin, oder? Vanille habe ich immer nur durch das, wie der Winzer eingegriffen hat in den Wein. Also von der Traube aus habe ich nie Vanille. Nie. Ach so. Vanille kommt immer vom Holzfass. Und Chardonnay packt man ganz gerne in Holzfässer, weil er sehr, sehr darauf reagiert und seine natürlichen Aromen auch damit relativ gut klarkommt. Es gibt Weine, die verändern sich nicht viel im Holzfass. Chardonnay verändert sich sehr im Holzfass. Und es gibt auch Weine, da passt von Aromen einfach nicht. Aber viele Winzer packen Chardonnay gerne in Holz. Und da kommt die Vanille dann nicht mehr her. Ja, ich finde, er hat... Also fruchtig ist der nicht. Also von der Banane rieche ich da gar nicht. Ich habe ein bisschen Banane, ich habe gelben Apfel. Und dann habe ich aber auch so was grasgrünes bisschen. Zusammen mit diesen leicht überzogenen Vanille-Creme-Noten. So würde ich es beschreiben. Das ist vielleicht wie, wenn man so eine Sahne schlägt und die schon so ein bisschen so ranzig zu Butter wird. Aber hast du auch dieses leicht grün-grasige? Das ist voll, also frisch gemähter Rasen ein bisschen. Also... Ich habe da ehrlich gesagt, vielleicht bin ich heute auch nicht in Form, aber ich habe da, kann dir da gerade gar nichts dazu sagen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen drüber, was diese Reifenoten angeht. Kennt ihr das, wenn man irgendwie was essen will, was schon zu reif ist, dann verliert es den Geschmack? Mhm. Dann hat man irgendwie eigentlich was, wo man weiß, eigentlich schmeckt es voll geil, aber wenn es ein bisschen drüber ist, dann kann das so eine kleine Note haben, die das Essen dir voll verdirbt. So ein bisschen wie so eine Banane vielleicht, oder? Bei Obst vor allem, also wenn man jetzt zum Beispiel... Ich finde, die Banane funktioniert vielleicht. Wenn man eine Banane hat, wenn die ein bisschen braun werden, können die ja ganz geil sein. Aber wenn man dann noch ein bisschen drüber geht,
die ist noch nicht gammelig, sie ist noch nicht schimmelig oder irgendwas, aber die kriegt so einen Ton von, die kommt dann in so eine Phase, wo die reife Noten so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Man merkt, die waren mal da, aber sie sind schon sind ja, so oder auch bei Nektarinen oder Pfirsichen, wenn die schon, es gibt so einen Grad, da sind die lecker, wenn die so ein bisschen matschig sind, wenn man da so reinbeißt und das läuft hier so runter. Aber wenn die zu drüber sind, dann schmecken die eher faulig. Aber ich finde, also eine faulige Note hat er nicht. Aber es gibt so einen Fruchtzustand, das ist vorfaulig, aber schon nach reif auf jeden Fall. Also ja. Man merkt, den hätte ich besser vor ein paar Tagen gegessen. Also das zerstört, glaube ich, den Wein. Genau das, dass er ein bisschen drüber ist, zerstört den Wein. Wie auch immer das zustande gekommen ist. Also, ja, was soll ich dem geben? Obwohl es aus dem Lidl Deluxe war, nicht? Ja. Also nicht Deluxe? Nee, 3,2. So gleich? Okay. Also ich finde nicht so schlimm. Ich finde es auf jeden Fall drüber. Dieses reife Ding ist überzogen. Aber ich finde diese grüne Grasigkeit finde ich eigentlich ganz geil. Was kriegt er? Kriegt von mir 3,5 Igelpunkte. Also ich gebe auf jeden Fall 3,3. Okay. Nicht mein Ding, leider durchgefahren. I'm sorry, Lidl. Freunde, probiert den Wein gern selber und schaut mal, wie euch das geht. Findet ihr diese Noten auch ein bisschen drüber, wenn ihr den trinkt? Findet ihr das genau richtig geil, diese Mischung aus bisschen grün, bisschen bitter, bisschen grasig, bisschen überreif? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr den Wein findet noch, holt ihn euch, probiert es selber aus und schreibt uns, wie ihr das Ganze findet. Zum Wohl.